Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Soziostunde bei Herrn Grieser. Heute geht es um das Thema Wahlkampf und wir wollen den Begriff Wahlkampf mal ganz einfach googeln. Im entsprechenden Wikipedia-Artikel zum Stichwort Wahlkampf findet man unter Gliederungspunkt 3 verschiedene Arten von Wahlkampfbotschaften. Es wird zwischen personenbezogenen, themenbezogenen und parteibezogenen Botschaften unterschieden. Schauen wir uns zunächst mal die themenbezogenen Botschaften etwas genauer an. Bei den themenbezogenen Botschaften geht es den Parteien oder Kandidaten darum, sich dadurch positiv zu positionieren, dass sie ein bestimmtes Politikfeld in den Vordergrund ihrer Wahlkampfkampagne rücken. Wird nun ein bestimmtes Thema in der Bevölkerung als besonders wichtig aufgefasst, denken wir an Themen wie soziale Gerechtigkeit oder innere Sicherheit, dann kommt es für die Parteien nun besonders darauf an, dieses Thema so zu deuten, dass es wie ein Thema wirkt, in dem die Partei als besonders kompetent gilt. Manche Parteien sind aufgrund ihrer eng gefassten Programmatik so auf ein bestimmtes Thema reduziert, dass man sie als Themenpartei bezeichnet. Historisches Beispiel waren die frühen Grünen, die sich fast ausschließlich mit Umweltfragen beschäftigt haben. Betrachten wir nun die sogenannten personenbezogenen Botschaften mal ein wenig genauer. Hier heißt es bei Wikipedia, etwas kompliziert ausgedrückt, ich lese mal vor: Personenbezogene Wahlkampfbotschaften stellen auf das Spitzenpersonal der Partei und besonders den zukünftigen Amtsträger ab. Diese Fokussierung reduziert die Komplexität von Sachfragen und institutionellen Entscheidungen auf eine Person. Was bedeutet das? Nun, hier steht Komplexität von Sachfragen und in der Tat sind sehr viele politische Fragestellungen sehr komplex und für den einzelnen Bürger kaum zu durchschauen. Denken wir an ein solches Problem wie zum Beispiel, soll man Fahrverbote für Pkw-Diesel in deutschen Großstädten erlauben, ja oder nein? Nun könnten sich die politischen Parteien über ein Sachthema wie Fahrverbote für Pkw-Diesel, ja oder nein, im Wahlkampf sehr detailliert und umfassend streiten, Pro- und Kontra-Argumente austauschen und benennen. Aber sie tun es nicht. Der Austausch von Sachargumenten, der kontroverse Streit um Themen zwischen den Parteien, spielt zwar im Wahlkampf eine Rolle, steht aber gar nicht so sehr im Mittelpunkt der Wahlkampfstrategie. Klar, einige Bürger verfolgen die politischen Diskussionssendungen, die im Vorfeld des Wahlkampfes im Fernsehen oder im Radiosender Deutschlandfunk ausgestrahlt werden. Aber realistisch betrachtet, welcher Wähler hat schon Zeit, die Wahlprogramme der Parteien zu studieren und exakt zu recherchieren, wie CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke, AfD, FDP und so weiter und so weiter zu Sachfragen wie Fahrverbote, Flüchtlingskrise, Finanzhilfen für Griechenland oder Mehrwertsteuerbefreiung für Hoteliers stehen? Eine kleine Randbemerkung zu Modellen der Wahlforschung, wie zum Beispiel dem sogenannten Michigan-Modell, zu dem ich eine Unterrichtsstunde und ein kleines Erklärvideo geplant habe. Dieses Modell zur Erklärung des Wahlverhaltens geht davon aus, dass der Anteil der Stammwähler, die sich von langfristigen Parteibindungen leiten lassen und die immer die gleiche Partei wählen, abnimmt. Moderne Wechselwähler verhalten sich zweckrational ökonomisch. Sie wählen die Partei, von der sie sich den größten Nutzen versprechen, verhalten sich aber noch in einem anderen Sinne durchaus ökonomisch. Statt mit hohem Kosten- und Zeitaufwand, also hohem persönlichen Einsatz, seitenlange Parteiprogramme zu studieren, orientieren sie sich auch am Kandidaten. Und so setzen denn die Parteien im modernen Wahlkampf immer weniger auf themenbezogene Botschaften und rücken personenbezogene Botschaften in den Vordergrund. Der Politikwissenschaftler Werner Wolf, der formulierte diesen Zusammenhang 1980 so: Der Spitzenkandidat verkörpert im Wahlkampf die Programme, Ziele und Anliegen der Partei. Er macht die schwierige Politik, also die Komplexität der Sachfragen, für den Bürger begreiflich. In Deutschland wird die besondere Bedeutung der personenbezogenen Wahlkampfbotschaften besonders auffällig an der Rolle, die der sogenannte Kanzlerkandidat im Wahlkampf einnimmt. Was ist ein Kanzlerkandidat? Ein Kanzlerkandidat ist die Bezeichnung für den Spitzenkandidaten, der in der Bundesrepublik Deutschland traditionell für die beiden größten Parteien, CDU, CSU und SPD, bei einer Bundestagswahl antritt. Gut, dann noch ein Blick auf die sogenannten parteibezogenen Botschaften. Wir sehen hier ein Wahlplakat der SPD aus dem Jahre 1949.
Hier stehen eigentlich nicht wirklich Themen im Mittelpunkt, sondern der Slogan »Alle Millionäre wählen CDU-FDP, alle übrigen Millionen Deutsche, die SPD will ein bestimmtes Image, ein bestimmtes Gesamtbild von der SPD vermitteln.« Es geht bei den parteibezogenen Wahlkampfbotschaften weniger um Themen wie soziale Gerechtigkeit als mehr darum, die Partei positiv zu verkaufen. Ähnlich wie man ein Waschmittel verkauft, setzt man also auch in der politischen Werbung Logos ein oder lässt sich einen Slogan einfallen, wie zum Beispiel die SPD bei den Bundestagswahlen 1998 den Slogan »Wir sind bereit«. Wie hat sich der Wahlkampf nun im Laufe der Zeit verändert? Werfen wir dazu einen Blick zurück in die Geschichte des Wahlkampfs. Im Wikipedia-Artikel wird konstatiert, dass der Wahlkampf sich immer mehr professionalisiert, das heißt von professionellen Werbeagenturen betreut wird. Viel stärker als die verantwortlichen Chefideologen in den Parteizentralen der 50er und 60er Jahre taten, setzen moderne Werbeagenturen einerseits auf parteiimagebezogene Wahlkampfbotschaften und greifen auf das Mittel der Personalisierung zurück, wie hier im Wikipedia-Artikel angesprochen. Dass der themenbezogene Wahlkampf dabei mehr und mehr an Bedeutung verloren hat, ist unter anderem auch der Tatsache geschuldet, dass die beiden großen deutschen Volksparteien, SPD und CDU, sich programmatisch und thematisch mehr und mehr angenähert haben. Fassen wir das, was wir über den Wahlkampf gesagt haben, nochmal zusammen. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Wahlkampfbotschaften. Da gibt es zunächst den themenbezogenen Wahlkampf. Dabei besetzen die Parteien die Themen, die für sie bzw. den Wähler wichtig sind und versuchen, durch Problemlösungskompetenz zu überzeugen. Der Nachteil einer solchen Wahlkampfstrategie liegt darin begründet, dass der Streit um politische Themen oft sehr komplex ist und dem Bürger die Zeit fehlt, sich umfassend zu informieren. Die Folge ist, dass die Parteistrategen oft auf das Mittel eines personenbezogenen Wahlkampfes zurückgreifen. Dabei rücken Spitzenkandidaten, wie zum Beispiel ein Kanzlerkandidat, in den Vordergrund. Diese Kandidaten stehen dann stellvertretend für die Ziele und Themen der Partei. Parteibezogener Wahlkampf zielt auf eine dritte Wahlkampfstrategie, bei der es weniger um Themen oder Personen geht, sondern mehr um ein positives Gesamtbild, das man vermitteln will. Im Rahmen dieser Wahlkampfstrategie werden Logos und Slogans eingesetzt, die den Wiedererkennungswert der Partei steigern sollen. Im nordrhein-westfälischen Wahlkampf setzte die SPD zum Beispiel einmal auf den Slogan »Currywurst ist SPD«. So etwas wird nicht von Politikern, sondern von Werbeagenturen gesteuert. Demgegenüber werden die themenbezogenen Wahlkampfbotschaften weitgehend von den Parteizentralen vorgegeben. Vergleicht man den Wahlkampf früher mit dem Wahlkampf heute, so lässt sich sagen, dass themenbezogene Wahlkampfbotschaften gegenüber parteibezogenen und personenbezogenen Wahlkampfbotschaften deutlich an Bedeutung verloren haben. Dies kann man auch erklären. Die großen Volksparteien, CDU, CSU einerseits und SPD andererseits, haben sich thematisch so weit angenähert, dass ein großer Themenstreit gar nicht mehr stattfindet. So, das war's für heute. Im Wikipedia-Artikel zum Thema Wahlkampf kann man sich noch einmal umfassend über das heute Gesagte informieren. Wer wissen will, wie der Wahlkampf in den 50er Jahren ausgesehen hat, schaut sich am besten Wahlwerbespots der CDU und der SPD bei YouTube an. In der nächsten Stunde steht dann die Analyse von Wahlplakaten im Mittelpunkt. Ich freue mich drauf. Wie lebte man höchst angenehm vor 30 Jahren, so bequem. Man aß und trank frohen Mut, die Preise niedrig, Lohn war gut. Kaffee, Schuhe, schicken Brot, ganz billig war's und ohne Not.